direkt, ne? Kann ich euch empfehlen. Da kann man richtig gut einkaufen. Nebenan ist eine Bäckerei. Super lecker portugiesisches Gebäck. Hallo zusammen und willkommen zu einem Video. Kinder sitzen im Auto. Wir fangen zum Portugiesen. Jano kommt nicht mit. Der ist in der Schule. Den holen wir dann nach ab. Oder später, je nachdem, wann wir dann kommen. Ne? Hast du alles? Ja. Ich? Ist meine Tasche da? Ja, die ist da. Ja, dann können wir los. Soll ich abschließen? Ja. Guck nur eben hier die Tür. Hast du Windel eingepackt? Nee, das nicht. Dann nehme ich nur mal kurz zwei. Ich bin immer gerne gut vorbereitet für die Kinder, vor allem für die Kinder, ne? Genau. Für Dario, für Luisa, Getränke haben sie. Dann können wir los. Wir fahren zum Portugiesen nach Romaskirchen. Kennt ihr ja bereits, ne? Schon oft gefilmt. Nehmt euch aber gerne nochmal mit, soweit es geht. Ich fahre. Nee. Wir sind angekommen. Wir sind in Romaskirchen bei Vinhoteca heißt der doch, ne? Boah. So. Dario schläft. Und die Mädels, ihr seid süß, gebt ihr euch Händchen. Nehmen wir ihn so im Maxi-Cosi mit. Ja, klar. Okay. Wie denn sonst? Auf dem Schoß, aber der schläft ja, ne? Warte, nehmen wir hier noch was mit. Ich filme mit dem Smartphone. Ton ändert sich. Luisa will mir die Hand geben. So, wir folgen dem Papa. Eben lief hier Musik, jetzt gerade Radio, deswegen zeige ich euch mal. Das ist neu, schaut mal. Das sind Seifen. Was, Luisa will auch mal riechen? Riech mal, Luisa. Ich finde es richtig interessant, die riechen so toll. Das ist neu, ne? Gar richtig. Den nehmen wir mit, ja. Mama. Ja. Wir sind wieder im Auto. Da lief teilweise Musik, immer wieder mal auch Radio. Hm. Ja, viel konnte ich nicht filmen. Ich zeige euch die Sachen gleich, aber zu Hause ich auch nicht. Guck mal, die schönen Palmen. Oh ja, ich zeige. Ah, krass, ne? Die sehen echt gut aus. Die sehen klasse aus. Ich bin verliebt in diese Palmen. Ja, und die sind jetzt größer, ne? Schön. Ja, richtig schön, auch mit den roten Rosen. Richtig toll. Ich habe hier Gebäck und ich habe auch Hunger. Ein bisschen was naschen. Richtig lecker mit Creme. Wir sind wieder da, zu Hause. Das kann ich euch egal machen. Ich wollte euch nämlich noch ein Haul gezeigt haben. Und das mache ich aus dem Auto heraus. Bitte? Echt. Aber so ist es zu dunkel. So. So, also Carlitos, wir haben hier Rizeuchte Kamerun. Das sind kleine Taschen, Teigtaschen mit Garnelen, ja, pürierten Garnelen. Sehr lecker. Genau. Den Laden kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ne? Vinhoteca. Romaskirchen, müsst ihr mal rauskommen. Nimm mal den Obers, ne? Was denn? Achso. Ja, drei Stück dafür. Dreimal Caldo Verde. Das ist diese Suppe, die ich hier auch vor kurzem selbst gemacht habe, mit Kohl und Palmkohl heißt das, glaube ich, dass man da rein macht. Palmkohl. Ja. Und Schriesenwurst. Dann haben wir hier Garnelen, zwei verschiedene. Die haben jetzt 9,99 Euro. Genau, 10 Euro. 8,59 Die anderen sind ein bisschen was kleiner, die zeige ich euch auch. Ich weiß gar nicht, ob die kleiner sind. Ein bisschen. Oder sieht nur so aus. Auf jeden Fall günstiger. So, dann kannst du das schon mal wegbringen, oder? Ja. Mache ich schon mal hier weiter. Du willst auch dem Papa was mitnehmen? Dann nimm das mit. Einmal portugiesischen Schinken hat gekostet 1,99. Ja, nein, nicht im Boden schmeißen. Nimm das mit. Hat die Mimi auf den Boden geworfen. Und die Decke auch. Dann haben wir hier Wurst befüllt mit Reis, Kartoffeln, verschiedene Fleischstücke. Kann man hier gucken. Mit Brot, mit Schweinefleisch, mit Weizen, Brot, Fleischbrühe.
Schweineschmalz, Salz und Gewürze. Gefallen? Luisa war gefallen. Sind das die zwei? Die haben zweimal gleich. Nee, die andere ist ein bisschen anders. Hühnerfleisch. Darfst du auch mit reinnehmen, wie du nur möchtest. Dann Tulli-Creme. Vielleicht erinnert ihr euch, wollte ich in, wie heißt es, Luxemburg gekauft haben. Hier waren sie ein bisschen günstiger, 10 Cent, viel günstiger auch nicht. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, die wären günstiger. Dennoch, zwei mitgenommen. Nimm das mit rein, Melina, zum Papa. Ne? Zwei davon. Dann Piri Piri, das ist so eine scharfe Soße. Für uns die allerbeste überhaupt. Schaut so aus, kostet dort 1,59. Da haben wir auch zwei mitgenommen. Pass auf, dass es nicht fällt, Melina. Hier ist noch eine zweite. Dann habe ich so ein chinesischer Pudding. Das ist, den habe ich für meine Mama gekauft. Ich glaube auch 1,59. Meine Mutter macht ihn richtig gut. Und am besten mit dem hier. Sehr, sehr lecker. Kriegt sie geschenkt. Habe jetzt demnächst Geburtstag. Da habe ich jetzt, ich kann euch nicht sagen, wie das auf Deutsch, Trumorsisch heißt es auf Portugiesisch. Steht hier irgendwas drauf? Steht alles nur auf Portugiesisch. Ach doch, hier Zutaten. Lupinen. Lupinen heißt Trumorsisch. Noch nie gehört. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe gar nicht aufs Datum geguckt hier. Bis Oktober. Komm, bring mal dein Wasser rein. Genau, nur noch den Käse habe ich alles gezeigt. Und das hier den Käse, richtig lecker. Ich mag den. Achso, es sind gar nicht gleich. Nee, das ist einmal denn? Mit Knoblauch, einmal mit Zitrone. Das ist doch keine Zitrone, das ist Orange, doch. Oder? Zitrone. Ah, Zitrone. Also zwei verschiedene, hatte ich euch eben gezeigt. Allerdings einmal Zitrone und einmal Knoblauch. Wo ist ne? der Käse? Käse habe ich jetzt wieder reingemacht. Habe alles da gezeigt. Sind Sachen. Genau, jetzt geht es hier weiter. Da haben wir einmal hier das mitgenommen. Ich fand das total interessant. Oh, man braucht wohl auch nicht viel mehr dazu kaufen. Nur noch Milch und Zucker. Mehr brauchst du nicht. Ja, werde ich demnächst dann auch machen. Vielleicht auch an meinem Geburtstag. Für die Kids Popcorn in Bund. Ich esse auch sehr gerne Popcorn. Haben gekostet 1,19 €. Dann haben wir hier Chips eingekauft, die hier, also die kenne ich noch gar nicht, sehen original so aus wie die anderen, die ich so sehr liebe. Ihr kennt meine Lieblingschips, oder? Diese Lays, die sehen genauso aus. Richtig lecker, Lays kostet über 3 Euro, die haben mir 2 Euro gekostet. Bin gespannt, wie die schmecken. Und das war's, oder? Ist da noch was? Genau, und dann hatten wir ja noch... War perfekt ins Gefilter verpasst. Sehr gut. Dann haben wir ja noch Wurlusch gekauft, Gebäck. Was denn? Ich da so drauf drehe. Ich mache doch nichts kaputt. Gebäck. Ja. Noch Graffiti Science ist da. Wir haben tatsächlich im Auto gegessen. Kinder wurden unruhig. Ich hatte auch schon Hunger. Ja, Carlos meint, der ist auch gespannt auf die Chips. Ja, komm, dann machen wir Essen. Ja, komm, wir machen jetzt Essen. Schatz, ist hier noch was so mitnehmen? Ich nehme die Mimi mit und hier das. Du, was nimmst du mit? Die Wasserflasche, nimmst du noch das hier mit? Ja, komm. Ob die Mimi, Mama nimmt die Mimi mit. Und wo sind deine? Ach, auch mitnehmen. Nimmst du beide mit und ich muss, glaube ich, noch meine Tasche holen. Ich weiß nicht, ob der Papa die rausgeholt hat. Und komm weg. Oh. Das von Carlitos ist noch hier. So. Und von Luisa. Okay. Kann der mit Jano teilen. Der kommt ja gleich schon in 20 Minuten. Mama, ja, schon? Ich habe schon 4 Puzzeln fertig. Jetzt mache ich. Heute? Ja. Wow. Ja. Jetzt mache ich den 5. 5. Gut. Carlitos. Kartoffeln schälen im Freien. Weißt du, wie der Hase läuft? Die Sonne genießen. Ja, das meine ich ja. Wie lange sie noch da ist. Oh ja, das stimmt. Das Wasser ist wieder schön sauber und klar. Richtig gut. Gucken wir mal nach den Körben schauen. Den hier vorne habe ich jeden Tag im Blick, aber da hinten der nicht.
Geh mal gucken, nehm euch mit. Der sieht am besten aus. Der sieht aber auch wirklich klasse aus. Nur mit den Zucchinis finde ich es traurig. Ich esse so unfassbar gerne Zucchinis. Hier unten ist noch eine, der schaut so aus. Tomaten. Hier sind wieder ein paar Tomaten, nehmen jeden Tag Tomaten. Und der Kürbis, der ist ja da hinten versteckt. Das ist somit der größte. Ich hab den jetzt gesehen, so halbwegs. So. Aber jetzt ist die Sonne wieder, also die ist zwar da, aber nicht so stark. Also für den, ja, irgendwie auch nicht. Die Sonne ist ja da, aber nicht so ganz. Ja, da ist eine Wolke drüber, siehst du, so eine dünne. Aber gleich ist die weg, dann ist. Springst du denn gleich in den Pool? Gehst du heute? Bestimmt, ne? Auf jeden Fall. Schön. Oh. Luisa, ne Käppi an. Oh, was tut Käppi, Luisa? Wo ist die? Kann die auch holen gehen. Hier ist sie nicht. Doch wichtig, ne? Kopfbedeckung für die Kinder. Hier den vielleicht. Mag sie das mal gerne. Mal gucken. Den? Ja. Ja. Mit Schnuller im Mund, die ist nur zum Schlafen. Sag mal, Mama. Sehen, wir tauschen. Du kriegst Mütze, ich krieg Schnuller. Na, no, geh, da war mal. Luisa. Oh, ich hab ihn da reinplumpsen lassen. Was ist das denn? Hört sich an wie so Schwäne. Möwe, ja, Möwe. Krass, wie Möwen. Fehlt gerade nur hier der Meer, das Meer. Strand. Ja. Hört sich wie zu Hause an. Ja, schon der Möbel heute Morgen. Ne? Heute Morgen, ja, genau. Das war schon krass. Den tue ich neben den Fernseher. Wow, 5 Puzzle hat sie heute schon gemacht. Klasse. Wir machen Bratkartoffeln. Das war gar nicht mehr was von Fleisch. Ach, gekocht? Okay, ist egal. Gekochte Kartoffeln also mit Steak oder was haben wir da? Hä? Steak, gut. Kartoffeln gekocht? Mhm. Wann ist denn wieder Kartoffelgratin? Kartoffelgratin. Sie fragt, wann es wieder Kartoffelgratin gibt. Machen wir demnächst wieder, ja? Wenn wir jetzt einkaufen gehen, denken wir dran. Hm? Sonst hätten wir alles da? Was? Okay. Wurst, Käse habe ich auch nicht. Eigentlich ach gar so. Nichts da. Nur Kartoffeln. Aber kann auch nicht. Heute gibt es Kartoffeln ohne Kratzer, Melina. So, dann hole ich meinen Badeanzug. Den Badeanzug ziehe ich an. Ist der überhaupt hier? Ach, dieser blaue? Ja. Melinas auch? Aber dann guck, was gibt's? X, Blume, Dreieck, Stern, Stich, Herz. Okay, krass, hört sich an wie Möwen. Mein Badeanzug, ah doch, hier. Den hier, den ziehe ich dann an. Ich habe noch andere. Weil die Melina mag immer. Mag es, wenn ich den trage. Gut, viel trinken, Schatz. Wo ist dein Wasser? Hast du erzählt, dass das der beste Portugiesen aus Deutschland ist? Nee, kannst du ja erzählen. Erzähl doch. Der beste portugiesische Laden. Ne? Wir waren ja schon in Luxemburg und überall.
Aber da gibt es keinen so wie hier, ne? Nee. Das ist ja sehr wirklich edel, hochwertig. Ja, sowieso ein Aldi und Lidl und so, ne? Ja, sogar noch. Sogar noch schöner, besser, noch alles schöner. Schön eingerichtet und so, ne? Mhm. Nicht so alle waren gelaunt, freundlich. Hab ich schon gesehen, dein Wasser. Den hast du im Flur stehen lassen. Da hier schläft. Ja, ich bring ihn dir, oder ist aber nichts dran? Muss man die Flasche noch sauber machen? Mol? Ja? Muss man die sauber machen? Hat man die gestern Abend? Meinst du schon, die. Ich habe eine gemacht. Ich glaube ihre, ja. Ich halt noch. Die von Dana habe ich heute gemacht heute Morgen. Okay. Und wieder auch. Gut. Dann mache ich dir die noch voll, ja? Okay? Ich habe dein Puzzle schon. Wow. Der geht den Giano abholen. Ja. Wer? Achso, ich kann den. Mir ist egal, ich kann auch den. Ja. So. Die kann schreien, die kann wirklich so laut sein. Ja. Nicht so laut. Luisa Bebagua. So, ganz viel Wasser trinken. Und dann gehst du nass. Dann muss man auch der 50. Carlos will vorher noch in den Pool springen. Das ist. Die Idee ist so dämlich. Und dann kommst du da angejoggt. Die denken, du schwitzt. Ja, Schatz. Soll dir helfen, ich komme sofort rein, ja? Weil ich werde mich dann gleich noch umziehen. Nach dem Essen springe ich da rein. Und gehe so. Ja, Luisa, du musst leider sein, der Dach geschläft. Vielleicht lieber gleich, oder? Weil sonst schaffe ich es nicht. Nee, schaffst du da noch nicht. Sonst gehen Pool und ich hole ihn ab. Hä? Nein. Aber wenn da sich meldet, dann war es das auch. Ja. Ich guck mal, wie das. Ich wollte das Video auch jetzt hier beenden. Ich hatte geplant, heute nicht mehr zu filmen, weißt du? Damit wir mal so einen halben Tag wirklich für uns haben, ohne Kamera. Na, das ist dann auch mal schön. Und dann kann ich heute auch ein bisschen früher dieses Video hier bearbeiten. In letzter Zeit habe ich es immer so nach 20 Uhr bearbeitet. Und ich könnte es ja nachher, nach dem Pool, wenn ich mich dann in die Sonne lege und mich trockne, dann kann ich in der Zeit zum Beispiel die Videos rüberziehen und das dann in Ruhe bearbeiten. Das war so mein Plan für heute. Genau, und morgen starte ich da ein neues Video. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich kann euch den Portugiesen sehr empfehlen. Ich hatte euch mal die Adresse rausgegeben. Ich weiß sie jetzt nicht auswendig, aber wenn ihr die mal googelt, wenn ihr schreibt Vinoteca oder portugiesischer Laden Rommes in Rommeskirchen, dann kommt die Adresse auch direkt, ne? Kann ich euch empfehlen. Da kann man richtig gut einkaufen. Nebenan ist eine Bäckerei. Super lecker portugiesisches Gebäck. Wirklich zu empfehlen. Ja, wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Tschüss.